Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft mit Tiny. Und nach einer kurzen, kleinen, leckeren Frühstückspause geht's auch schon weiter. Was gab's denn bei dir Gutes zu essen, Tiny? Apfel. Einen leckeren Apfel hast du gegessen? Ja. Äpfel sind gesund. Das war Fortuna. Auf Erden muss ich dir Schaf essen. Nein, nein, das hast du falsch verstanden. Ich weiß, wenn Schafe essen, ist dann so Erde übrig. Aber die Schafe essen... Na, da ist ja noch ein Skelett. Die Schafe essen keine Erde. Die Schafe essen das Gras und es bleibt nur die Erde übrig. Du, mir ist gerade was aufgefallen, als ich das Skelett gesehen habe. Wollen wir uns mal einen Hund fangen? Ja. Habe ich mir doch gedacht. Dann suchen wir uns mal einen Hund. Wir holen uns gerade noch die restlichen Knochen, die wir oben in der Hütte rumgammeln haben. Aber wir könnten auch mit den Knochen mal ein paar Bäume pflanzen. Und ich werde auch hier das mal fällen. Vielleicht fällt ja ein Apfel runter. Ja. Das wäre schön, hä? Ja. Wie du dich immer freuen kannst. Das Bienenauge haben wir noch mal gesehen von die Biene. Ich weiß, das haben wir aber aufgehoben. So, wir haben jetzt auch unseren Bogen ja in der letzten Folge fertiggestellt. Komm, baue dich hier mal schneller ab, warum? Wir warten jetzt einen kleinen Moment hier, bis der Baum sich aufgebaut hat, in der Hoffnung, dass er vielleicht was Sinnvolles fallen lässt. Beziehungsweise wir helfen etwas nach. Ein Baum reinklingen. So. Noch ein Baum säbeln. So. Und jetzt suchen. Oh, wir haben einen Apfel. Hast du es gesehen? Hier, guck, da haben wir einen Apfel. Jetzt suchen wir uns mal einen Hund. Ich meine mich nämlich erinnern zu können, dass häufig in Schneelandschaften Hunde anzutreffen sind. Oh ja, und wieder schöne Minecraft-Musik. Was schmatzt du denn so? Au. Au, ja. Du wolltest erst sagen, warum du geschmatzt. Was ist das für ein Geräusch? Das war ein Zombie. Ein liebenswerter, netter Zombie von nebenan. So, wenn du einen Hund siehst, darfst du sagen. Wir suchen einen. Muss schon laut reden. Weggelaufen, der Hund von uns. Nein, das war nicht hier. Wir hatten in unserer anderen Karte hatten wir einen Hund. Hier haben wir noch keinen gehabt. Hallo, Hunde. Wo seid ihr? Wir suchen euch. Versteckelt euch nicht. Schade, ich hatte jetzt sogar... Boah, das sieht ja cool aus. Könnte man direkt ein paar Präsidenten reinmeißeln. Solange es keine amerikanischen sind. So. Die Hunde sind doch weg. Ja, ich sehe es. Aber ich hätte gern lieber, dass ein Hund da ist. Also nein, ein Wolf. Ein Hund mache ich selber dann draus. Ach, was ist das da um? Ach, ein Hühnchen. Aber Hühnchen sind auch gut. Wir brauchen nämlich auch wieder auf Dauer was zu essen. Ah, sehr schön. Flieh doch nicht, wertes Hühnchen. Ich will dir doch nichts Böses. Da ist noch eine Kuh. Wir könnten noch langsam mal ein paar Felder bauen. Oh, da sind noch mehr Hühnchen. Das Gute ist, da sind auch Eier. Und Eier kann man als alter Hühnermörder gut gebrauchen. So, wenn wir ein paar Felder haben, können wir uns nämlich ein paar Kühe züchten. Da war doch eben noch ein Hühnchen. Ah, mach ich halt mal so.
in der Luft erwischt. Gut, war auch nicht besonders weg. Es ist sehr langsam gefallen. Hier sind aber viele Kühe. Da kann ich doch direkt mal... Vielleicht können wir uns eine Lederkappe bauen. Naja, wenigstens kriegen wir ein bisschen Fleisch. So viel Leder scheint da bis jetzt noch nicht rauszukommen. So, da oben war noch eine Kuh. Ah, die scheint schon mal irgendwo hingefallen zu sein, sonst wäre sie nicht so schnell kaputt gewesen. Ah, ungefähr so. Ich wollte nur mal demonstrieren, wie die Kuh das gemacht hat. Schweinerei, fällt einfach mein Fleisch ins Wasser. Unser Fleisch, entschuldige natürlich. Das ist noch ein Huhn, das sind noch ein paar Kühe. Aber einen Hund habe ich persönlich bis jetzt noch nicht, oder einen Wolf, bis jetzt noch nicht gesehen. Du etwa? Ja, ich. Wo? Dahinter, wo wir sie gedeckt sind. Echt? Oben, unten? Ja, ja, da ist ein Kuh im Eis. Ja. Auf dem Eis, nicht im Eis. Die Kuh war auf dem Eis. Auf dem Eis, da. Oben noch ein Kuh. Ja, da muss ich erstmal hinkommen. Wie kommst du da ran? Hier rum, hoffe ich doch. Ich komme schon dran, keine Angst. Die Kuh braucht gar nicht zu glauben, dass sie hier fliehen kann. Wir brauchen auch Leder für Bücher. Darf ich auch nicht vergessen. Ist doch neuerdings alles anders da. So. Da. Unsere liebe Kuh. Boah. Ist das für eine Harakiri-Kuh? Gehen wir runter? Dann tun wir uns aber weh. Auf den Eis hat sie dich zieht. Was? Nein, ich lebe doch noch. Ich habe sie getötet. Du hast sie getötet? Ja, nicht sie, mich. Also hast du nicht gesagt, du hast einen Wolf gesehen oder hast du geschwindelt? Nein, ich habe einen Wolf gesehen. Wo denn? Im Eisland. Er hat sich da Eisland dich. Da hinten? Ja, im Eis. Aber da muss ich nochmal gucken gehen, du. Habe ich nicht gesehen. Sicher, dass du es nicht mit dem Schaf da hinten verwechselt hast? Oh, guck mal. Eine Eishöhle. Naja, eine Sandhöhle im Eis. So rum. Sicher, dass du es nicht hier mit dem Schaf verwechselt hast? Valentin. Hey. Nicht weglaufen, du blöde Kuh. Also ich sehe hier noch keinen Wolf. Ich denke, das ist eine ziemlich erfolglose Suche. Das sind Hühner. Die sind auch gut, weil wir dann wieder viele Pfeile bauen können. Na, wo versteckst du dich, du Hund? Ja, verstecken hilft dir gar nicht. Ich kriege dich doch. Holz einfach hier die Bäume ab. Holz können wir eh gut gebrauchen. Habe ich jetzt schon wieder. Ah ja, da ist es ja. So. Wo bist du jetzt? Ha? Ha. Habe ich dich. Erwischt. Genau, erwischt. Wo ist noch ein Hund? Ich will jetzt erstmal hier drauf klettern, damit ich hier drüben den Baum abfällen kann. Sonst bleibt nämlich oben so ein Spiegel. Da ist doch ein Baum. Ich habe ihn runtergeworfen, den nehmen wir gleich auf. So, setz dich bitte hin. Du musst doch nicht aufstehen. Kannst du gemütlich sitzen bleiben, während wir hier gepflegt ein paar Bäume fällen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Fichtenholz. Das duftet so gut. Boah, wieso hänge ich in dem Schnee fest? Da ist noch einer. Ja.
Sehr gut, da können wir uns unsere eigenen Bäume nachziehen. Ja, da ist noch ein Huhn. Der ist blind. Vielleicht ist da drüben ein Wolf. Auf dem anderen. Bist du auch? Auf dem anderen Eis. Schneegebiet. Wir gehen nochmal rüber, aber es wird schon wieder Nacht. Du rutschst bald runter, dann der Ding. Ja, guck, wir rutschen. Aber ganz, ganz minimal nur. Wieder ein wenig Essen gefunden. Obwohl man natürlich... Ah, cool. Sand. Obwohl man natürlich ein Hund auch sehr genehm gewesen wäre. Oh, wir sind ein Level... Ach, wir sind schon Level 15, du. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, jetzt müssen wir die Schafe nochmal abernten. Und zwar diesmal richtig. Und nicht wie das letzte Mal. Mit einem Linksklick. So, nee, ich sehe hier auch keinen Wolf. Ich gehe nochmal. Wo denn? Da. Zeig mal. Ja, sich unter den Minendeckel. Nein, nein, nein. In Wirklichkeit würden die das vielleicht machen, aber hierbei nicht. Lieber musst du noch ein Schaf, die wollte abmachen. War irgendwas eben? Ich hab irgendwas gesehen. Achso, eine Spinne. Eine Spinne, die unter dem Boden läuft. Das ist eine böse Sandwüstenspinne oder was? Der hat sich unter den Nil gedeckt. Jetzt könnte hier doch langsam mal ein Hund auftauchen. Ein Wolf. Huah! Das war gefährlich. Drüben scheint eine Wüste zu sein. Und ich meine, ich habe da eben irgendwas durchschimmern sehen. Guck dir das an, wie geil. Eine Wüstenfestung. Siehst du sie? Da drüben. Da. Das ist die. Ja, warte, warte. Die können wir uns in der nächsten Folge dann anschauen. Da. Warte. Wir müssen jetzt erstmal nach Hause flitzen. Flitzen? Ja, wir müssen uns da vorbereiten, finde ich. Das Ding, wir brauchen Leitern, damit wir da ordentlich runterkommen. Um den Schatz zu finden. Sonst lösen wir doch diesen Sprengstoff aus. Apropos Sprengstoff. Habe ich schon erwähnt, dass da ein Creeper ist? Und da drüben noch einer. Ah, wenigstens habe ich den anderen abgehängt. So, da ist unsere Hütte. Ja. Und der Kuh. Da. Ja, hab ihn gesehen. Und das ist auch ein Skelett. Alter, wir haben noch unseren Bogen. Ich bin noch ein super Bogenschütze bei Minecraft. Du warst dummes. Boah. Erstmal die Spinne platt machen und dann können wir uns nur um den Flügel kümmern. Puh. Da vorne. Ich habe mich schon gefragt, wo unser Skelett liegt, den wir erledigt haben. Hier. Hä? Oder nicht? Doch. Doch, doch. Und da auch die restliche Spinne. So. Die lassen wir. Was haben uns die Schweine denn getan? Die wollen die Schafe die Wolle abmachen. Meinst du? Nein, die Schweine, was wollen die denn? Das habe ich mit dem Schwert. Ach, zu langsam. Wenn ich schnell genug gewesen wäre, hätte uns gar nicht mehr getroffen. Ich hau ganz schön auf die Tastatur, merke ich gerade. Ich hoffe, das hört man nicht so. So, haben wir noch was zum Braten dabei? Aber hallo. Aber hallo. Das war eine erfolgreiche Jagd wieder mal. Da ist noch ein Apfel, du Mutin. So viele Beine hast du. Ja, ich weiß. Setz dich bitte hin.
Wenn du dich so drüber hängst, dann sehe ich nichts mehr. Aber da! Ja, ich weiß, den Apfel, den lasse ich aber dann auch noch, gleich mal hier. Noch einer. Hinsetzen, bitte. Und das Auge ist von nee, die Biene. So, wir packen das jetzt erstmal alles hier rein. Das lasse ich jetzt erstmal durchbraten. Ja, wir legen uns jetzt hin zum Schlafen. Lalalala, schlafen. Naja. Der Wiese? Okay, gut, dann machen wir jetzt wieder eine Aufnahmepause und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir in den Wüstentempel gehen. Also bis dahin, tschüss und viel Spaß noch.